Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Vielleicht noch mal kurz zurück zur letzten Frage, ne? Am Ende der Frage hieß es Grins und dann kam ein Smiley. Vielleicht ist das einfach ein Generationenaltersproblem oder vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt seit 30 Jahren in Japan bin und raus aus dem deutschen Sprachumfeld, ne? Aber ich fragte mich dafür einen Moment Grins, ne? Was ist damit gemeint? Vielleicht ist einfach nur das Lächeln von dem Smiley gemeint, ne? Aber für mich aus irgendeinem Grunde klingt Grinsen ganz anders als Lächeln, ne? Also das englische Smile ist für mich im Deutschen Lächeln, während Grinsen ist ja im Englischen to grin, ne? Und für mich hat das fast so ein bisschen was Fieses, ne? So ein fieses Grinsen, was wahrscheinlich nicht gemeint ist, ne? Aber in solchen Momenten, da spüre ich dann immer, oh, ich bin jetzt schon Mitte 50, ich bin nicht mehr so jung, für wie ich mich halte. Ich weiß nicht, ob das anderen von euch auch so geht, ne? Also mit Mitte 50, man fühlt sich, glaube ich, nicht alt, ne? Ich fühle mich nicht alt. Und es sind eben solche Situationen, wo ich dann merke, oh, ich bin gar nicht mehr so jung, ne? Ich glaube, die meisten von uns fühlen sich auch mit 50 noch so wie mit Mitte 20. Und das ist auch vielleicht der Grund, weshalb man dann auch manchmal in Versuchung gerät, die jungen Menschen heutzutage, ne? Weil die einem ja sozusagen den Rang ablaufen jetzt, ne? Die coolen Sprüche von früher, das sind nur noch Dad-Jokes, ne? Ich weiß nicht, wie man im Deutschen sagt, ne? Aber so. Die coolen Sprüche aus den 80ern, die kommen heute nicht mehr so an. Ne? Oder die T-Shirts von damals, ne? Also die Sex Pistols, das ist ja jetzt, ich glaube, eine Disney-Fernsehserie für die ganze Familie. Ne? Vor 40 Jahren war das noch cool, ne? Da galt man noch als Punker, wenn man Sex Pistols hörte, ne? Und sich so anzog. Und heute ist das auch so ein bisschen Daddy-T-Shirt. Ne? Aber wie dem auch sei, weiter zur nächsten Frage. Ich muss hier ein bisschen gucken, der Akku von dem PC ist ein bisschen schwach. Die nächste Frage lautet wie folgt: Hallo Muho, meine Frage ist ähnlich. Und zwar nicht ähnlich wie die letzte Frage, sondern dieser Kommentar stand unter einem Video mit dem Titel: Warum sucht ihr Zen-Buddhisten so verzweifelt nach einer Antwort? Was ist das für eine Karotte, der ihr da nachläuft? Ne? Und der Fragesteller hier sagt, ihn beschäftigt etwas, was ähnlich ist. Jedoch denke ich, dass der sehr disziplinierten Lebensweise mancher Zen-Buddhisten kein Suchen, sondern etwas schon Gefundenes zugrunde liegt. Wir sterben alle einmal. Auch die Wirkung unseres Tuns werden irgendwann aufhören. Trotzdem scheinen die Zen-Praktizierenden der Meinung zu sein, dass allem, was wir tun, eine große Bedeutung zukommt. Woher kommt diese Bedeutung? Also ich glaube, das ist, was der Fragesteller hier meint mit dem, was die Zen-Praktizierenden schon gefunden haben zu scheinen. Sie scheinen irgendwie in diesem vergänglichen Leben, aus irgendeinem Grund, was auch immer, sie haben da eine Bedeutung gefunden. Ne? Was könnte das sein? Die Frage geht noch ein Stück weiter. Für dich scheinen die Fragen nach Wiedergeburt und der Existenz Gottes, in Klammern, eine übergeordnete, allmächtige Person, an die wir uns direkt wenden können, eher zweitrangig zu sein. Das habe ich, glaube ich, auch so schon immer wieder gesagt. Ne? Also ich würde die Existenz eines Gottes oder des Gottes nicht verneinen wollen. Im Gegenteil. Ne? Also, dass es da etwas gibt, was mich, mein Bewusstsein, diese Welt transzendiert, ist, glaube ich, jenseits jenes Zweifels. Ne? Aber dass das jetzt eine Person ist, ne?
die uns oder mich nach ihrem Ebenbild sozusagen geschaffen hat, ne? So wie man das im Alten Testament findet, das halte ich für eher unwahrscheinlich, ne? Beziehungsweise da habe ich Schwierigkeiten, mich mit diesem Glaubensbild irgendwie zu identifizieren, ne? Oder eine Verbindung zu machen. Ne? Genauso wie mit der Wiedergeburt. Ich habe keine Probleme damit. Ne? Sollte ich nach dem Tod wiedergeboren werden, okay. Ne? Okay, dann werde ich noch einmal die Suppe auskosten müssen. Ne? Und sollte es keine Wiedergeburt geben, umso besser sozusagen. Ne? Dann ist ja sozusagen das Nirvana schon erreicht. Also in beide Richtungen bin ich persönlich offen, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Unterschied, ne, zwischen dem christlichen Glauben, ne, wo man bei der Konfirmation genau sagen muss, woran man glaubt, ne, und man muss auch an die Auferstehung von den Toten und an das jüngste Gericht glauben, ne. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich finde, dass der Jesus echt ein cooler Typ war, ne, und ob es da so einen Schöpfergott gab oder nicht, weiß ich nicht, aber ich versuche mal wenigstens ein bisschen so wie der Jesus zu leben. Das reicht eigentlich nicht, ne? Um zu konfirmieren. Und wenn man Katholik ist, dann muss man unter Umständen noch an die jungfräuliche Geburt und an die Unfehlbarkeit des Papstes glauben, ne? Im Buddhismus habe ich das zumindest im Zen so nicht erlebt, ne? Ich bin in Antaishi nie von meinem Meister gefragt worden, glaubst du denn jetzt an die Wiedergeburt oder nicht? Und wenn du an die Wiedergeburt glaubst, wie vereinbarst du das mit der Substanzlosigkeit des Ichs und so weiter, ne? Insofern vollkommen richtig. Für mich sind diese Fragen eher zweitrangig. Obwohl, wie ich ja die letzten Male immer wieder gesagt habe, ein gewisses Vertrauen in diesen Weg und eine gewisse Verzweiflung, die dich sagen lässt und wenn ich es nicht auf diesem Weg schaffe, dann werde ich es auf keinem anderen Weg schaffen. Ne? Es mag zwar andere Wege geben, aber ich muss irgendwo alles geben. An irgendeinem Punkt muss ich alles geben. Wenn ich es nicht hier und jetzt gebe, dann werde ich nie durch dieses Nadelloch schlüpfen. Ne? Das ist eine Form des Glaubensvertrauens, die auch im Zen wichtig ist. Ne? Aber weiter, der letzte Satz dieser Frage lautet: Trotzdem habe ich nach dem Anschauen von ungefähr einem Dutzend deiner Videos den Eindruck, dass du von der Wichtigkeit unseres Lebens überzeugt bist. Dieser Satz klingt für mich nicht vollkommen falsch, ne? Allerdings, ich weiß nicht, ob ich da von einer Überzeugung sprechen würde, ne? Ich bin davon überzeugt, oder in diesem Fall, ich glaube, dass das Leben wichtig ist und deshalb. Eher würde ich sagen, ne, also was sich der Fragesteller hier unter Umständen denkt, ist, der heutige Tag ist, wenn du bis, was weiß ich, 83, 84 leben solltest, nur ein 30.000stel in deinem Leben. Eigentlich verschwindend gering. Und dein Leben, das vielleicht 80, vielleicht 90 Jahre währen wird, was ist das im Laufe der Menschheitsgeschichte? Und was ist die Menschheitsgeschichte in der Geschichte des Kosmos? Wenn du dir das überlegst, ist dein Leben einfach nur ein Furz. Ein Furz, weniger als ein Furz in der Geschichte des Kosmos. Und dieser eine Tag, wen interessiert dieser eine Tag? Ne? Nix. Du bist nix, du bist ein Staubkorn, ne? Du bist einer von 7 oder 8 Milliarden Menschen, aber selbst die Menschheit ist ja nur wie Schimmel auf diesem Planeten und dieser Planet ist nicht mehr als ein Staubkorn im Universum. Wenn du dir das überlegst, das Leben hat keine Bedeutung. Welche Bedeutung sollte das Leben haben? Dein Leben hat genauso wenig Bedeutung wie das einer Eintagsfliege, einer Ameise oder eines Coronavirus, ne? Wen juckt's, wenn du nicht geboren worden wärst?
oder ich vor 54 Jahren, das hätte keiner gemerkt. Es wäre keinem aufgefallen, wenn sich meine Mutter dazu entschieden hätte, mich abtreiben zu lassen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Aber, ne, jetzt kommt das Aber. Das sind ja alles nur Gedanken, die ich mir mache. Das ist ja die Erzählung, die Weltgeschichte, diese Millionen von Jahren, dieses Universum, das sich unendlich ausdehnt. Wo ist das? Das ist etwas, was ich in meinem Kopf mir zurechtgelegt habe, was ich gelernt habe. Und ich will nicht behaupten, dass es diese reale Welt nicht gibt. Aber was ich in diesem Moment tatsächlich lebe, und das Leben ist ja in gewisser Weise alles, ne? Alles, was ich jetzt hier sehe, höre, fühle, schmecke, ist nicht auf dieser Karte, ne? Auf der Karte, auf der die Erde rund ist und um die Sonne kreist und die Sonne ist Teil des Sonnensystems, eines großen Universums und wie gesagt, das sind diese Milliarden von Jahren. Und wenn der Buddhismus mit seiner Kosmologie recht hat, und das ist im Grunde die indische alte Kosmologie, dann gab es schon vor diesem Universum, vor dem Big Bang, ein anderes und davor wieder ein anderes und danach. Es ist eine unendliche Zahl von Universen, die nacheinander folgen, ne? Aber das ist Kosmologie. Das ist eine Theorie. Was ich in diesem Moment lebe, ist dieser eine Moment, ne? Bin ich davon überzeugt, dass dieser eine Moment wichtig ist? Ich würde es nicht eine Überzeugung nennen, sondern es ist eher die Erkenntnis, du hast nur dies, ne? Du hast nur diesen Moment deines Lebens. Und du kannst ihn einfach so flutschen lassen, sozusagen, ne? Das machen wir auch die meiste Zeit, wenn wir mit dem Handy in der Hand vom einem Video zum nächsten gehen, gucken, vielleicht ist da eine Message, die ich bekommen habe, neue Mail und so weiter. Im Grunde lassen wir uns ja immer treiben auf der Karte sozusagen, im Spiel, was ich das Spiel nenne, ne? Aber, und das ist ja auch die Bedeutung von Zazen sozusagen, ne? Vielleicht lohnt es sich ja doch ab und zu mal zurückzukommen, ne? Und sich zu fragen, und was ist wirklich in diesem Moment? Was manifestiert sich in diesem Moment wirklich? Ne? Und das ist eben das. Das ist das Einzige, was du hast. Es ist nicht wichtig im Vergleich zur Menschheitsgeschichte. Ne? Es ist nicht wichtig, diese Person ist nicht wichtig, wenn du sie auf eine Waage wirfst und auf der anderen Schale ist der Rest der Menschheit. Ne? Es ist nichts. Aber diese Waage, diese innerliche Waage, wo ist die? Ne? In diesem Moment bist du diese eine Person, die gerade dem Muho bei YouTube zuguckt. Und wie viel Bedeutung du diesem einen Moment, dieser Realität, der Erfahrung dieser einen Person gibst, liegt letztlich an dir. Ne? Du kannst natürlich sagen, mein Leben ist mir scheißegal. Dieser eine Tag, wen juckt's, was ich tue? Und ob ich mein ganzes Leben verspende, wen juckt's, mich juckt's nicht, ne? Kannst du sagen, aber du verlierst ja alles damit, ne? Damit verlierst du alles. Oder du kannst sagen, objektiv betrachtet, hat zwar mein Leben keine Bedeutung, aber ich habe nichts als dieses Leben in diesem Moment, hier, heute. Ich gebe ihm Bedeutung, sozusagen. Also Frankl würde sagen, nicht du fragst nach dem Sinn im Leben, das Leben fragt dich nach dem Sinn. Du musst dem Leben einen Sinn geben. Du musst, aber auch nicht, ne? Du musst es nicht, es ist deine Wahl. Du kannst sagen, das Leben ist sinnlos, ich könnte mich genauso gut umbringen, aber dafür fehlt mir der Mut. Also warte ich noch ein, zwei Tage und bis dahin gucke ich mir YouTube-Videos an. Ne? Geht auch. Ne? Aber du kannst auch sagen, ich hab nur diesen Moment. Ne?
Also will ich ihn auskosten. So sehe ich das, ne? Danke für die Frage, ne? Das ist eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt richtig verstanden habe, ne? Aber das ist das, was mir dazu einfällt. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder. Tschüss.